So ist mir lieber für dich. Nee. Was er macht, er versucht sein Schwert zu ziehen, er versucht mich ja anzugreifen. Okay? So, was er jetzt von hier aus natürlich als erstes versucht, ist, versucht mal in Bewegung zu kommen. Ja, da sollte man dann relativ schnell reagieren. Wie schaffe ich das? Wenn ich hier seine Körpersprache lese, dann habe ich hier schon mal einen Block, bin hier, kann ihn runterbringen und sichern. Hat man dann immer mal eigenes Schwert gezogen. Eine Möglichkeit. Ja, zeige es nochmal. Bin hier, hier aus raus, das, vielleicht kann ich mir schon die eigene Klinge abnehmen und ihn hier verletze. Ja? Und dann bin ich hier und habe hier schon meine Technik. Okay? So. Die andere Möglichkeit wäre von hier aus das und der Cut. Ja. Das. Zwei. Hier. Okay. Dann auch immer versuche, verschiedene Angriffswinkel zu probieren, wenn er jetzt praktisch von meiner Seite auskommt, dass er auch wieder von hier ergreift an. Das waren einfach jetzt mal ein paar Ideen zum Thema Kenjutsu aus Sisa gegen Überraschungsangriff. Also was jetzt erstmal natürlich ankommt, ist Körperarbeit, ja, dass ihr hier lernt, in Sisa euch oder aus dem Sisa raus zu bewegen und dann auf die verschiedene Art und Weise das Schwert zu ziehen. Damit experimentieren, Partner sollte auch immer aus dem Gürtel rausarbeiten und versucht möglichst früh zu reagieren. Also wenn das Schwert schon unterwegs ist, ist es zu spät, dann braucht er nichts mehr machen, ist klar, weil das dauert dann alles viel zu lang. Aber es ist gutes Training, sich am Boden mal zu bewegen, stärkt die Hüfte auch. Also tolle Sache. Hat euch gefallen? Super. Kommentiert es, Thumb up, abonniert bitte, subscribe und dann gibt es bald was Neues. Viel Spaß. Ciao.